Thema Digitalisierung im Alter näher zu bringen, beziehungsweise einige Ausführungen dazu zu bringen. Sehr geehrter Herr Peterson, dass Sie heute Nachmittag aufkommen konnten. Ich weiß, dass auch Sie einen engen Terminkalender haben. Ich habe das heute schon von drei Referenten gehört, sozusagen. Aber das ist nun mal in Zeiten wie diesen so. Im Herbst muss immer alles nochmal abgearbeitet werden. Trotzdem herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Berges, dass Sie heute auch zu uns gestoßen sind. Herr Berges ist heute auch neu in unseren Reihen. Herr Berges ist Fachdienstleiter für soziale Angelegenheiten beim Landkreis Waldeck-Frankenberg und wird auch zu der Seniorenarbeit bzw. Seniorenreisen und bezuschusste Seniorenreisen im weiteren Verlauf dann etwas sagen. Gerne hätte ich auch einen Vertreter der örtlichen Presse begrüßt. Das geht leider auch nicht, weil derjenige, der für uns heute eingeteilt war, auch krank da niederliegt. Also von mir aus allen Erkrankten alles Gute. Aber keine Sorge, es ist keine Corona-Welle, sondern diverse verschiedene Erkrankungen, kein Corona-Fall bekannt. Ja, mit Frau Staatsministerin Prof. Dr. Christina Sinemus haben wir heute, so habe ich es in der Einladung formuliert, eine hochrangige Vertreterin der hessischen Landesregierung gewinnen können. Frau Ministerin Sinemus, Sie sind seit 2019 die erste hessische Ministerin in dem seinerzeit geschaffenen Digitalministerium. Wenn das nicht richtig ist, dann müssen Sie mich bitte nochmal verbessern. Sie haben seinerzeit einmal gesagt, für mich gilt, Digitalisierung ist ein großer Gewinn, aber nicht nur mit den Menschen, sondern auch für die Menschen. Hessen hat Digitalisierung als Chance für unseren Standort begriffen und ist Vorreiter in der Republik. Das ist doch mal eine Aussage, auf die können wir bauen, insbesondere auch auf unser Betätigungsfeld mit dem digitalen Nutzenprojekt, komme ich jetzt gleich nochmal zu. Deswegen fand ich diese Aussage sehr, sehr kräftig. Wir sind nicht ganz neu unterwegs in Sachen Digitalisierung und ältere Menschen. In 2019 haben wir schon mal ein Projekt, es hieß seinerzeit Senioren auf Draht. Das haben wir einfach mal so hier im Kreisverband auf die Beine gestellt. Mit Herrn Arno Reitz haben wir das mal in Angriff genommen. Das lief auch sehr, sehr gut. Wir hatten eine Infoveranstaltung und daraus generieren konnten wir viele interessierte Damen und Herren, die sich mit Laptop, Handy und so weiter fortbilden lassen wollten, und das ist auch uns auch geglückt. Aber leider kam die Pandemie dazwischen, sodass wir dann dieses Projekt wieder einstellen mussten. Viele von den Herrschaften, die seinerzeit an dem Projekt teilgenommen haben, waren hoch erfreut. Arno, du wirst das bestätigen können. Wir haben das Angebot gerne wahrgenommen. Wir haben in Einzelsprechstunden gearbeitet, dass auch wirklich die Menschen, die Defizite haben oder einfach wissen wollen, wie geht das, was auch immer. War sehr gut, aber gut, war halt, Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Insofern freut uns das besonders, dass Sie bzw. das Ministerium einen Aufruf zur Bewerbung als Stützpunkt im Projekt Digital im Alter herausgegeben hat. Aufgrund dieses Aufrufs haben wir, DRK Kreisverband Frankenberg, in Kooperation mit der Fachbereiche Familienzentren, einmal Haus der kleinen Füße in Battenberg mit der Leiterin Frau Wilfriede Frank und einmal das Familienzentrum Philipp Soldern hier in Frankenberg mit der Leiterin Marion Fichtenau und mit meiner Person in Zusammenarbeit mit der Seniorenarbeit haben wir diese Bewerbung sozusagen vorgenommen und unser Konzept mit dem Ziel, ein Angebot zum Thema digitale Welt bereitzustellen. Das hat die Jury überzeugt. Wir sind als Stützpunkt im Projekt Digital im Alter, Digitallotsen am 8.9. in Wiesbaden im Schloss Biebrich ausgezeichnet worden. Wir, wenn ich wir sage, meine ich die anwesenden Digitallotsen und die Frau Fichtenau. Mit dieser Auszeichnung ist die Ausbildung von Digitallotsen verbunden und natürlich auch ein zentraler Baustein unseres Angebotes. Unsere Digitallotsen sind Felina Kahle, vielleicht könnt ihr euch zwischendurch mal aufstellen, das ist mein Gesicht dazu. Felina Kahle, Olaf Dubeck,
sind in Wiesbaden an mir vorbeigelaufen. Unglaublich. Da waren aber auch so wenig Menschen. Ich saß direkt in der Reihe, muss ich sagen. Das nächste Mal weiß ich. Hallo, Ralf. Ja, hier. Dieter Vöbel. Ja. Dann haben wir noch zwei weitere Digitallotsen gewinnen können. Das ist Frau Ingrid Quick und Herr Thomas Müller. Die gehören zum Nachbarschaftsnetzwerk Battenberg. Wollten eigentlich auch heute kommen, aber darüber auch krank. Ja, wahrscheinlich, Frau Quick, das kann sein. Ich weiß es nicht. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir mal ein Gesicht zu euch haben. Und wir kommen dann auch weiterhin im Laufe des Nachmittags nochmal darauf zu, wie wir uns das Projekt vorstellen und wie die weitere Arbeit mit dem Projekt Digitalen Nutzen fortgesetzt wird. Darauf kommen wir im weiteren Verlauf des Nachmittags nochmal. Und nun möchte ich unseren Geschäftsführer, Herrn Christian Peter, um sein Grußwort bitten. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrte Frau Frese, sehr geehrter Herr Berges, liebe Altenclubleiterinnen und Altenclubleiter und ganz besonders natürlich, wir haben zwar keinen Vertreter der örtlichen Presse vor Ort, aber ich will es doch nicht unerwähnt lassen, mit Herrn Dudek haben wir sogar einen Vertreter des überörtlichen Rundfunks in Fernseh-, Film- und Tonqualität hier. Von daher, Herr Dudek, auch Sie recht herzlich begrüßt hier an dieser Stelle. Ja, Frau Staatsministerin, Sie muss Sie sehen, unser Raum ist prall gefüllt, auch wenn wir hier im ländlichen Raum sind, wo wir der flächengrößte Landkreis sind mit den fast am wenigsten Bevölkerungsanteilen, zeigt es doch, dass die Seniorenarbeit hier im Kreisverband gelebt wird. Und zwar aktiv gelebt wird und auch mit der Zeit gehend. Wir sind, was die Seniorenarbeit geht, das kann ich, sag mal, mit Überzeugung und auch durch Fakten unterlegbar kommunizieren. Der aktivste Kreisverband in ganz Hessen. Wir haben über 30 Seniorenclubs nur hier im Altkreis Frankenberg, teilweise bis in Ortschaften mit 300 bis 400 Einwohnern haben wir einen aktiven Seniorenclub. Und allesamt, die Damen und Herren, die Sie hier sitzen sehen, betreuen diese Seniorenclubs in ehrenamtlichem Engagement. Und werden dabei unterstützt vom Kreisverband durch Frau Frese, unsere Kreisseniorenbetreuerin, die unter anderem im Rahmen von diesen Veranstaltungen Wissenstransfer vermittelt, Reisen vorstellt und auch inhaltliche Angebote vorstellt, unter anderem auch das Projekt Digilotsen Digital im Alter. Wir sind also, ich sage mal, sehr, sehr aktiv unterwegs, was die Seniorenarbeit angeht. Ist auch schon seit Jahren so im Kreisverband, dass neben den vielen anderen Bereichen, die wir abdecken, die Seniorenarbeit ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist. Gerade auch vor dem Hintergrund, und das ist ja, ich sag mal, laut unserer Landesfassung auch ein Staatsziel, die Förderung und Stärkung des Ehrenamtes vor Ort durchzuführen, ist es uns ein Anliegen, für die ältere Bevölkerung im Land, im Altkreis Frankenberg, so muss ich das ja sagen, wir haben ja noch drei Kreisverbände hier im Landkreis, zu fördern und zu stärken und zu unterstützen. Und ich muss sagen, wenn ich hier in den Raum gucke und Sie alle sehe, dann ist das uns bis dato gut gelungen. Uns freut es, dass Sie die Kooperation mit uns pflegen, dass wir uns eng abstimmen, Angebote untereinander austauschen, der eine vom anderen mal gehört hat, ich habe dieses Projekt, ich habe diesen Referenten, das immer in die Seniorenclubs reintragen können und so ein hervorragend vernetztes Engagement im ehrenamtlichen, aber auch im hauptamtlichen Bereich haben, was letztendlich auch dafür spricht, dass unsere Region durchaus lebenswert ist und ich sage mal sowohl für jüngere Leute, die noch in Arbeit befindlich sind, aber auch für die ältere Generation, die ja, ich sage mal, nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, dass es uns so geht, wie es uns jetzt hier geht, sich austauschen und vernetzen. Und auch dieses Projekt, Frau Frese hat es eben schon angesprochen, digital im Alter, wir haben uns als Standort beworben, nicht nur mit den, glücklicherweise, wie ich eben hören könnte, doch zahlreichen Digilotsen, die quasi, ich sag mal, das Projekt umsetzen und das Wissen auch an den Mann und die Frau bringen, sondern wir haben Wert darauf gelegt, dass wir, ich sag mal, einen generationenübergreifenden Ansatz haben. Wir haben zum einen die Seniorenarbeit hier im Kreisverband, die in diesem Projekt mitarbeitet, aber wir haben auch Wert darauf gelegt, dass wir unsere beiden Familienzentren dort mit einbinden,
Und da haben wir wirklich zwei Generationen, die Hand in Hand einem gleichen Ziel dienen, nämlich den Wissenstransfer in alle Bereiche der Gesellschaft zu bringen. Und das hat uns wirklich gefreut, dass uns A, dieses Konzept so gelungen ist und dieses dann letztendlich auch vom Land Hessen gewürdigt wurde, indem wir als Digital-Notzen-Stützpunkt ausgewählt worden sind. Ja, an dieser Stelle möchte ich es nicht missen, Ihnen auch den Gruß und letztendlich auch die Anerkennung für Ihre Arbeit vor Ort des gesamten Kreisvorstandes zu überbringen. Und Sie sehen, es ist eben schon gesagt worden, wir alle haben volle Terminkalender, Sie sicherlich auch, aber ich will es mir nicht nehmen lassen, auch heute wieder an dieser Veranstaltung beizuwohnen. Und es freut mich, wenn die Reihen immer so gut gefüllt sind und wir auch zukünftig im Sinne der Senioren, den Senioren hier bei uns im Altkreis zusammenwirken können und das Leben lebenswert gestalten und auch aktiv am gesellschaftlichen Geschehen teilnehmen und es an der einen oder anderen Stelle auch mit ausrichten und begleiten. Der DRK-Kreisverband steht an dieser Stelle an Ihrer Seite und das freut uns ungemein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Peter, für Ihr Grußwort. Ich darf nur überleiten zu Frau Staatsministerin Gewebe und freue mich auf Ihre Ausrüstung. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, liebe Senioren, Clubleiterinnen und Leiter, ich hoffe, das stimmt so. Perfekt. Ich bin wirklich sehr gerne hergekommen und der oder die es nicht wissen, lieber Herr Peter, lieber Herr Bergs, die Frau Frese weiß das. Ich finde Ihre Formulierung, Herr Peter, zu sagen, wir sind hier nur in dem ländlichen Raum und auch da funktioniert es viel zu negativ. Denn umgekehrt, weil wir im ländlichen Raum sind, funktioniert es umso besser. Und da kann ich wirklich, ich kann Ihnen sagen, ich weiß, wovon ich spreche, ich bin gar nicht weit von hier groß geworden, ich bin in Bad Arolsen groß geworden, die Familie Senemus merke ich immer daran, dass man meinen Nachnamen richtig ausspricht, kommt aus dem Waldecker Land. Und ich weiß auch, was es heißt, in einer ländlichen Region groß zu werden. Und der große Vorteil einer ländlichen Region, und das kann man ja nicht nur erfahren, und ich glaube, dass viele von Ihnen das auch erfahren haben, ist, sondern das kann man auch in Studien belegt nachlesen, ist, dass man eine andere Art der Verbundenheit und des Netzwerks hat. Und in Zeiten, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, wie diesen, wo wir nicht nur die Corona-Krise, Sie haben es genannt, durchlebt haben, wo wir dann den schrecklichen Angriffskrieg der von Putins in der Ukraine erlebt haben und wo wir im Moment fürchterliches in Israel erleben. Das sind Momente, wo dieses Zusammenhalten, die Verbundenheit der Menschen, die Gesellschaft doch noch einen anderen Stellenwert und einen anderen Wert bekommt. Und dass das so weiter funktioniert, dafür haben Sie auch Ihre Arbeit, Ihre Zeit, Ihr Herzblut eingesetzt. Sie sind ehrenamtlich unterwegs, um das Leben von Senioren und Senioren schöner zu machen, zu erleichtern, ihren Alltag zu verschönern. Und dafür möchte ich Ihnen an allererster Stelle herzlich danken. Und wir sind in Hessen sehr aktiv, auch da bin ich ein bisschen stolz drauf. Wir sind aktiv, weil es sind nämlich von den Einwohnerinnen und Einwohnern in Hessen 2,6 Millionen ehrenamtlich aktiv. Das heißt, es ist fast jeder Dritte im Ehrenamt aktiv und das ist im Verhältnis zu vielen anderen Bundesländern wirklich viel und zeigt auch, dass viele verstanden haben, dass die ehrenamtliche Arbeit nicht nur denjenigen, die man sie annimmt, sondern auch für einen selber etwas zurückgeben kann. Aber für uns ist es langfristig, und jetzt bin ich auch so eingestiegen, wenn man sich mal die Welt anguckt im Moment, ist es auch deswegen so wichtig, weil Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Und dieser Kitt unserer Gesellschaft, den müssen wir hegen und pflegen. Und deswegen bin ich sehr gerne hierher gekommen, auch wenn es Ihren Mann hier, Frau Frese, mal einen Köpi auf dem Aarhuser Viehmarkt gekostet hat. Der kam mir zu mir und sagt, wir trinken mal einen, ich habe aber auch noch einen Anliegen. Aber auch das ist
ja Netzwerk. Wissen Sie, ich bin, ich glaube, außer den 2 Jahren, wo ich schwanger war, jedes Jahr auf dem Arbeiser Viehmarkt gewesen, als Kind mit meinem Opa die Küken eingekauft, ja, und später dann, jetzt dieses Jahr hatte ich das Vergnügen, weil die Milchkönigin krank war, die Milchkönigin zu vertreten, Milch auszuschenken. Aber insofern kann ich Ihnen sagen, dieses Miteinander und diese Heimatverbundenheit und das Netzwerk ist in dieser Region besonders hoch und deswegen freue ich mich wirklich, dass ich heute hier sein darf. Ich war auch stolz und habe mich wirklich gefreut, dass ich 2019 von dem damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier völlig unerwartet gefragt wurde, ob ich, die damals Unternehmerin war, IHK-Präsidentin in Darmstadt, ob ich ein Digitalministerium aufbauen würde für Hessen. Das erste Digitalministerium, was es gab oder gibt hier in Hessen. Und es war zu einer Zeit, wo das Thema Digitales doch bei vielen anderen noch nicht so präsent war, weil das kam tatsächlich, glaube ich, bei vielen erst durch die Corona-Krise nochmal ganz anders ins Bewusstsein. Und als ich ernannt wurde, bin ich zu meiner Mutter, die schon damals leider bettlägerig war, letztes Jahr leider verstorben, ins Seniorenheim nach Ahrhäusen gefahren und habe gesagt, Mama, bevor du das aus dem Fernsehen oder aus dem Radio erfährst, will ich dir mal sagen, ich werde einen neuen Job antreten. Ich habe das Vergnügen, die Ehre, und es ist mir wirklich eine große Ehre, ein Digitalministerium für unser Land aufzubauen. Du Ministerin für was denn? Dann habe ich gesagt, ja, ich soll ein Ministerium für Digitales aufbauen. Und dann hat die mich ganz komisch angeguckt und gesagt, was ist das denn? Und genau dieses, was ist das denn, was verbirgt sich denn hinter diesem Digitalen und wie kann Digitales meinen Alltag erleichtern, wie können wir es schaffen, Senioren und Senioren zu helfen, mit Digitalem eine andere Art der Teilhabe zu haben. Das ist die Aufgabe, die ein Element meines Ministeriums ausmacht. Und um ein bisschen zu verstehen, was kann ich denn tun, um den Alltag gerade auch der Senioren und Senioren zu erleichtern, kann ich Ihnen sagen, habe ich mit meiner Mutter und deren Kaffeekränzchen oft gesprochen und habe mal so versucht herauszufinden, was würde denen denn helfen. Denn, und das ist richtig, Frau Frese, ich bin mit dem Anspruch angetreten, dass ich gesagt habe, wir bauen ein Digitalministerium, eine Digitalstrategie in diesem Land auf, was als Zentrum den Menschen hat. Digitalisieren soll den Menschen nutzen und nicht umgekehrt. Und deswegen muss ich verstehen, was vielleicht Bereiche oder Personengruppen, die ich nicht so gut repräsentiere, was sie brauchen. Und deswegen bin ich durchs Land gefahren und habe insbesondere mit denen gesprochen, die das möglicherweise aus meiner Sicht zu einer Teilhabe machen kann, wenn sie Digitales nutzen. Und da, wie gesagt, meine Mutter im Pflegeheim war und bettlägerig, habe ich in den Gesprächen mit ihr erfahren, dass es ihr und im Übrigen auch den Pflegerinnen und Pflegern helfen würde, wenn sie eine Unterstützung hätten bei der Pflege. Zum Beispiel einen Pflegeroboter, der unterstützt beim Heben. Zum Beispiel einen Pflegeroboter, der unterstützt, indem das Bett hoch und runter gefahren wird. Vielleicht aber auch einen Pflegeroboter, der ganz einfach mit einer schönen menschlichen Stimme einem vorliest. Und das ist etwas, in das wir auch investiert haben. Wir haben investiert in Projekte, die einen Alltagsnutzen für Senioren und Senioren haben. Eines der ersten Forschungsprojekte, die wir finanziert haben, ist ein Projekt, was einen englischen Namen hat, Robotrust. Also wie kann ich dem Roboter vertrauen? Robot and Trust, übersetzt Vertrauen. Und wir haben mit einer kleinen Forschungsgruppe, denen wir Geld gegeben haben, versucht herauszufinden, wie muss denn dieser Roboter entwickelt werden, damit er tatsächlich vom Menschen auch angenommen wird und dass er ihn unterstützen kann im Alltag. Und das sind dann solche Elemente wie beispielsweise, dass es einen Leseroboter gibt, der eben nicht ein starrer Roboter ist, der sozusagen als Robbe, wie eine kleine Fellrobbe daherkommt, in die man sich mit ins Bett legen kann und die Eingänge vorliest. Es sind aber auch Projekte gewesen, ganz praktisch, wo wir überlegt haben, wie kann ich die Teilhabe auch nach vorne bringen, wie kann ich den Alltagsnutzen erweitern.
Und ein weiterer Bereich, der wirklich eine wesentliche Rolle gerade im Alter spielt, ist das Thema Gesundheit. Wie schaffe ich es, den Menschen zum Beispiel Videosprechstunden begreiflich zu machen oder auch nutzbar zu machen? Wie schaffe ich, dass ich die Ärzte in die Lage versetzen kann, dass die Videosprechstunden so abhalten, dass man sie auch funktionieren? Da hilft natürlich die Ausstattung, also die digitale Infrastruktur, in der wir auch mehr und mehr hier gerade auch im Übrigen in den ländlichen Räumen vorangekommen sind. Aber es bedarf auch ein Stück weites Anlernen mit Gerätschaften umzugehen. Ein Handy schlichtweg an- und auszuschalten, ein Passwort anzulegen, ein iPad zu bedienen, eine Videokamera zu verstehen, Fotos zu empfangen oder auch ablegen zu können. All solche ganz praktischen Dinge. Und da denken, also meine Töchter, ne, also die Kleine ist 18, die hat das überhaupt nicht verstanden, dass die Oma an diese Geräte gar nicht drangehen wollte, weil sie völlig hilflos war, damit umzugehen. Und dann hat die mal gesagt, Oma, guck, dann geht doch ganz einfach zuck, zuck, zuck und versteht man nichts. Ja? Und deswegen hat er gesagt, weil die das so gut verstehen, ne, und vielleicht die andere Zielgruppe nicht, brauchen wir einen Brückenbauer zwischen den einen und den anderen. Und wer kann besser Brückenbauer sein als Seniorinnen und Senioren? Und da gibt es viele, die das sehr wohl verstehen, mit den digitalen Endgeräten hervorragend umzugehen. Und wir haben ja mindestens mal hier 5, die sich auch qualifiziert haben als Digitallotsinnen und Lotsen, ja, die in der Lage sind, diese Brückenbauer zu sein. Und zwar zu denen, die vielleicht noch Berührungsängste mit so einem Gerät haben. Und deswegen haben wir dieses Programm Digitallotsen, ich sage es jetzt mal, erfunden. Wir haben es erfunden im Digitalministerium, wir sind dann auch Sozial- und Gesundheitsministerium zugegangen und haben gesagt, macht ihr mit. Die Staatskanzlei, macht ihr mit. Und so ist dieses Projekt aus dieser Bedarfsanalyse, sage ich jetzt mal, im Gespräch mit Senioren und Senioren als Gedanke entstanden. Und als dann Corona noch kam, haben wir gesagt, und jetzt machen wir es erst recht. Und dann sind wir in die Umsetzung gegangen. Wir sind in die Umsetzung gegangen und haben heute, und deswegen freue ich mich auch hier zu sein, einen von 50 Digitallotsen Stützpunkte, der Sie sind. 50 in ganz Hessen, wir wollen das auch weiterentwickeln. Und wir haben über 300 Digitallotsinnen und Lotsen, das heißt Ehrenamtliche, die sich ausbilden lassen zu denen, die Brückenbauer zwischen den Geräten und den Endgerätnutzern, also ihren Senioren, den Senioren und Senioren sind. Und dafür bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass Sie, liebe Digitalnutzerinnen und Digitalnutzer, auch diesen Weg mitgehen, sich ausbilden lassen, auch das bedeutet Zeit, und dann diese Zeit wiederum einsetzen, um denen, die diese Geräte nutzen sollen, beizubringen, was sie wissen möchten. Vielen Dank auch dafür. Ja, und was nutzt mir jetzt die Digitalisierung im Alltag, im Alter? Ich habe eine der ältesten, ja, glaube ich, Bewohnerinnen im Seniorenheim in Waldeck, als ich das ganz am Anfang besuchte, erlebt, als ich mit diesem Gerät ankam, was ich diesem Seniorenheim einfach schenken wollte, nahm mir das Ding aus der Hand und sagte, Fräulein, geben Sie mir mal her, ich weiß, wie das geht. Und dann drückte die auf 3 Knöpfe und am anderen Ende sah man im Video ihren Urenkel, der in New York unterwegs war zu dem Zeitpunkt, und die hatte genau so eine Lehre hier bei einem der Digitallotsen schon durchgemacht und fand sich mit diesem Gerät super zurecht. Und wie glücklich die war, ich glaube 93, wie glücklich die war, diese 3 Knöpfe zu drücken und dann ihren Urenkel zu zeigen, wie stolz sie war, mir das zeigen zu können. Das hat mir echt zu Tränen gerührt und das möchte ich, dass wir das in diesem Land über das ganze Land hinweg erzaubern. Ein Lächeln auf dem Gesicht der Senioren und Senioren, die ein Erfolgserlebnis haben und einen Alltagsnutzen erfahren im Umgang mit Digitalen. Ja, wofür können Sie es nutzen? Natürlich nicht nur zur Video- oder anderer Telefonie. Sie können es auch benutzen, um zum Beispiel Lebensmittel zu bestellen. Wie ich das mache, auch das kann man auf einem solchen Gerät erlernen. Sie können es nutzen, um, wie ich es eben gerade sagte, zum Beispiel auch mit einem Arzt in eine Video-Telemedizin-Sprechstunde zu gehen.
vielleicht um sich schlichtweg einmal den Weg von Arolsen nach Frankenberg, wenn sie da ins Krankenhaus müssten oder ein Fachmediziner da ist, zu sparen, indem sie den Erstkontakt über das Video machen. Ja? Und der erstmal versucht rauszuhören, was haben sie denn überhaupt und ist es überhaupt notwendig, dass sie da hinfahren oder kann es nicht vielleicht der Arzt vor Ort machen. Es kann ihnen aber auch helfen, länger zu Hause zu bleiben. Indem beispielsweise, auch da haben wir ein Projekt, ein kleines Unternehmen, ein Startup-Unternehmen, was in Kassel sitzt, unterstützt mit Geldern. Die haben sozusagen im Heim der Seniorinnen und Senioren Sensorik so verbaut, dass man anhand der Sensoren ziemlich schnell merken kann, und zwar entweder die Angehörigen oder auch eine andere Stelle außerhalb, eine Pflegestelle, wenn sich jemand ungewöhnlich bewegt, wenn zum Beispiel die Herdplatte angemessen wurde, wenn jemand aus dem Bett aufsteht und dann zu lange dort an einer Stelle bleibt. All solche Dinge kann die Sensorik erfassen und ruft dann sofort den Notruf, sodass jemand gucken kann, ob zu Hause tatsächlich was passiert ist oder nicht. Damit wird ermöglicht, dass Senioren und Senioren, die sagen, ich möchte länger zu Hause bleiben, aber keine dauerhafte Betreuung haben, doch länger in ihrem eigenen Umfeld bleiben können. Auch das sind Möglichkeiten, die ich mit Hilfe der Digitalisierung auf den Weg bringen kann. Aber auch so Kleinigkeiten wie eine Mobilitäts-App, die Ihnen vielleicht hilft, auch anzusagen, wo Sie herlaufen müssen, ja, wenn Sie es nicht immer sehen oder wenn Sie Brille wechseln. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Beispiel, Sie zu erinnern, wenn Sie Ihr Medikament nehmen müssen. Ja? Oder uns zu schauen, ob die Medikamentenbox richtig zusammengestellt ist. All das sind Möglichkeiten, wie Digitalisierung außerhalb der Endgeräte zum Telefonieren oder zur Videotelefonie uns zukünftig helfen werden. Und darüber hinaus werden sie uns sicherlich auch helfen, schneller und besser, wenn man die ganzen Informationsmöglichkeiten, die wir haben, zusammensucht, hier in der Prävention Krankheiten zu erkennen oder ihnen vielleicht eine bessere Diagnostik auf den Weg zu bringen. Es wird aber auch helfen, gerade im ländlichen Raum, in dem Bereich Notfall, Menschen zu retten. Wie? Indem ich es schaffe, über eine entsprechende digitale Verbindung, beispielsweise wenn jemand verunfallt ist, ganz direkt vor Ort verbunden zu werden mit der Uniklinik Frankfurt. Mit denen haben wir ein ganz spezifisches Projekt, wo wir es im Moment im Pilot erproben, wo man dann schon vor Ort mit einem Mediziner an der Uniklinik Frankfurt, wenn beispielsweise im Odenwald ein Unfall passiert, sagen kann, was hat denn die Person, mit der gerade etwas passiert ist, und ziemlich genau eingrenzen kann, ob es sich jetzt in dem Fall um einen Bruch in Anführungsstrichen handelt oder ob vielleicht ein Milzriss oder anderes vorhanden ist und dann ganz gezielt die Menschen in das Krankenhaus bringen kann, wo ihnen am schnellsten geholfen wird. Wir sind in der Nutzbarkeit von Digitalen noch, glaube ich, auf einem Anfangsweg. Da werden sich noch viele andere Optionen ergeben. Die Optionen sind aber nur dann wirkliche Optionen, wenn sie auch genutzt werden. Und deswegen ist es mir, deswegen ist es uns so wichtig, gerade eine Zielgruppe, Senioren und Senioren, von denen man manchmal glaubt, die können das nicht, was ich nicht glaube, und die sich manchmal abgehängt fühlen, in dieses Thema Digitales so mit einzubinden, dass sie erfahren dürfen, dass es ihnen hoffentlich auch einen Alltagsnutzen bringt. Deswegen haben wir das Programm Digitallotsen entwickelt, deswegen haben wir Digital im Alter aufgelegt. Ich habe ein paar kleine Broschüren, wo auch so ganz praktische Beispiele drin sind. Wie kann ich zu Hause mich sicher selbstständig bewegen? Gesundheitshelfer, Sprachbarrieren, wie kann ich Sprachbarrieren überwinden? Orientierungshilfe, Mobilität, Engagement und Kontakte, Lebensfreude durch Plattformen, wie ich die bedienen kann, habe ich Ihnen einfach mal mitgebracht. Denn am Ende, meine lieben Damen und Herren, ist mir und uns ein Anliegen, dass Digitalisierung den Menschen nutzt und nicht umgekehrt. Und deswegen müssen wir Politik machen für und mit den Menschen. Und das geht eben nur, wenn man bei den Menschen ist und hört, was sie brauchen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Freue mich, vielleicht ein bisschen Ihnen einen Einblick gegeben zu haben, wie wir im Land versuchen, das Thema Digitales zu denken und umzusetzen. Und freue mich auch, wenn Sie mir noch Anregungen mitgeben, wo wir es
man gar nicht den Roboter zum Tragen helfen oder einen Roboter, der Lieder singt und die Menschen beruhigt dabei. Ich sehe, Sie sind auf einem großen Weg unterwegs und wollen vieles umsetzen. Das finde ich sehr, sehr gut. Zum Thema Senioren und Handy und Digitalisierung kann ich auch eine schöne Geschichte erzählen. Dieses Jahr waren wir auf Norderney im betreute Reisen im Seniorenurlaub und da war eine ältere Dame, 93, war mit. Sie sagt, ich möchte so gerne einmal ein Bild haben, wenn ich in der Nordsee stehe. Sag ich, das ist kein Problem, das können wir machen, aber Sie müssen aufpassen, es ist sehr windig. Sie fallen nicht vom Wind um, sondern der Wind spült Ihnen den Sand unter den Füßen weg. Das schaffe ich schon. Es war so witzig, die Dame stand im Wasser. Sie fiel im zeitlosen Tempo um, lag im Wasser. Das war das Erste, was sie sagte. Wo ist denn mein Handy? Also das mit 93 war auch toll. Und das war Originaltext. Leute, kriegst du nochmal einen Satz. Ich bin ja jetzt so fast 94. Aber wenn Sie nächstes Jahr wieder nach Norderney fahren, würde ich gerne mitfahren. Und ich musste doch ein neues Handy haben. Es hatte dann doch einen Schlag. Also das gibt es dann halt tatsächlich auch. Es ist nicht so, dass viele ältere Menschen das gar nicht können. Oder was ich auch schon häufiger erlebt habe, ich habe keine E-Mail. Ich habe auch sonst nichts, wie ich dir die Anmeldung schicken kann. Ich mache ein Bild auf WhatsApp, ausdrucken kannst du das ja selber. Dann sitze ich am anderen Ende und denke, das ist jetzt ein Scherz. Ne? Das ist aber kein Scherz, das passiert tatsächlich häufiger und ich finde das doch schön, dass die Menschen so damit schon umgehen. Und insofern ist das eine gute Sache mit dem digitalen Lotsenprojekt. Da sind wir wirklich glücklich, dass wir von der Jury mit unserem Konzept überzeugen konnten und dass wir somit auch jetzt in die Fläche gehen können. Wir haben Digitallotsen aus dem Altkreis Frankenberg hier und da und dort sozusagen finden können und stellen uns dann auch vor, dass wir das natürlich erstmal hier im Kreisverband mit einer Infoveranstaltung starten, dass die, die Interesse haben, natürlich werden wir keine Altersbegrenzung angeben, dass die Menschen, die Interesse haben, an der Digitalisierung im Alter zu einer Infoveranstaltung einzuladen. Die Veranstaltung wird sein am 3.11. Die Uhrzeit ist noch nicht ganz klar, da ist eben nochmal mit den Digitallotsen gesprochen worden. Das müssen wir nochmal nachfeilen, wird aber dann in der Presse veröffentlicht und auf jeden Fall 3.11. steht. Und daraus, so stellen wir uns das vor oder so möchten wir das dann umsetzen, werden dann Einzelsprechstunden hier angeboten, denn wenn wir 10 Leute hier sitzen haben und 10 Leute haben eine Frage, dann sind die 10 Fragen alle ganz unterschiedlich. Der eine Handy, der andere Laptop, der nächste iPad, was auch immer. Und das werden wir dann auch kooperativ gestalten. Die Menschen rufen an zur Infoveranstaltung, melden sich an und dann können wir daraus dann generieren, was wir denn gebrauchen, sondieren und dann gehen wir in die Einzelsprechstunden mit euch allen und gucken dann, wo wir das anbieten. Wie gesagt, wir müssen das nicht zwangsläufig hier in Frankenberg machen, wir können das in all euren Orten anbieten. Unsere Digitallotsen sind da flexibel und motorisiert, sodass wir auch sagen, wenn jetzt im Ort XY, ich habe hier 5 Leute, die wollen gerne dies, das, jenes, dann können wir das natürlich auch machen. Ich habe mich bei der Auszeichnung am 8.9. mit einer Dame aus Fernwald unterhalten, die auch Digitallotsin ist. Die hat mir erzählt, die sind schon länger unterwegs, in Sachen Digitallotsenprojekt. Sie hat mir erzählt, dass sie sozusagen auch einen Stammtisch machen für die Leute, die immer wieder kommen und immer wieder neue Fragen haben und dass die untereinander sich teilweise schon selber helfen und sagen, ich habe das schon so gelernt und so gelernt. Und diese Dame sagte mir, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die auch untereinander Kontakt haben, weil manchmal lernen dann Ältere von Älteren vielleicht das noch leichter, als wenn Jüngere das dann vielleicht noch weitervermitteln wollen. Und das ist so ein Ziel, was ich auch mitgenommen habe aus Wiesbaden an dem 8. September, was wir vielleicht dann auch generieren sollten, dass wir tatsächlich mal versuchen, auch so einen Stammtisch zu machen. Muss ja nicht jeden Monat sein, reicht ja, keine Ahnung, alle 6, 8 Wochen oder so. Mal zu gucken, ob man daraus was generieren kann. Und damit möchte ich erreichen, dass wir vielleicht auch eine vorhandene Hemmschwelle abbauen können. Das ist jetzt sowas, was ich noch dazu anzumerken hätte. Ja, Ihre Ausführungen waren ja wirklich sehr, sehr interessant. Die Vielfältigkeit in die digitale Welt ist ja tatsächlich unergründlich sozusagen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute für uns alle da waren und
Fragen sind, wäre jetzt die Gelegenheit gegeben, an die Frau Ministerin noch Fragen zu stellen, vielleicht auch von den Digitallotsen. Oder wenn die Frau Ministerin dann hier in Wiesbaden vorbeigelaufen ist, wäre heute die Gelegenheit. Wir machen ja noch ein Interview. Naja, die Schulung, die Zertifizierung hat ja jetzt erst angefangen. Ich war jetzt im Oktober bei der ersten Runde dabei mit der Felina. Und es wird also noch bis 20. November dauern, bis das abgeschlossen ist, weil dann ist das letzte Modul. Gab einiges Interessantes, aber auch, wo man überlegen muss, ob das im ländlichen Raum so umsetzbar ist. Wenn die Anne Schmidt erzählt, dass sie in Darmstadt ein digitales Kaffeekränzchen machen, ist das relativ einfach. Die können nämlich mit der Straßenbahn dahin hoppeln. Das ist bei uns schon ein bisschen schwieriger, weil die Straßenbahn wird nicht so oft. Digitales Kaffee ist doch zu Hause bleiben. Ja. Bitte? Digitales Kaffee ist doch von zu Hause aus mit anderen per Videokaffee trinken. Ja. Ja, nein, wir machen einen, also mit Peer-to-Peer, also auch Face-to-Face mit Treffen. Weil das natürlich ganz wichtig ist. Aber das ist bei uns, also solche Konzepte, da müssen wir die Konzepte eben entsprechend entwickeln und anpassen, wie man das hier in den im Flächenkreis und dem größten in Hessen, Sie wissen ja, wie lange man von Arolsen nach Frankenberg fährt, wie man dieses irgendwie schultern kann, ne? Dass das alle gleichmäßig. Das ist eine gute Anregung, das nehme ich mal mit, wenn wir da jetzt auch nochmal Feedback in Richtung der Digital-Lotsen-Ausbildung gehen, dass man sich nochmal detailliert den ländlichen Raum anschaut und schaut, ob es da nicht auch spezifische Angebote und Erfahrungswerte gibt. Ja, die gibt es. Also es waren Teilnehmer dabei und das war ganz interessant zum Teil. Aber man hat festgestellt bei der Schulung, dass da waren eine Dame aus der Verwaltung dabei. Vieles läuft heute über E-Mail, Terminabsprache, dass dann schon vergessen wird, sich zurückzumelden oder die Leute überhaupt keine E-Mail haben. Hat man ja angesprochen. Aber das wird hier sicherlich auch kommen, dass wir in den Bereichen da eben die entsprechenden Konzepte entwickeln müssen. Genau, das wird so sein. Olaf, danke für deine Informationen oder deine Einwände. Das wird so sein, dass nicht jeder über die E-Mail verfügt und auch nicht jeder ein Handy hat. Auch die, die sich hier dann möglicherweise melden oder die sich melden werden zu dem Digital-Lotsen-Projekt, das müssen wir dann halt schauen. Dann müssen wir das halt machen, wie früher. Wir schreiben das per Telefon auf und rufen die an und dann bekommen schon einen freundlichen Brief und dann ist das in Ordnung. Aber eins möchte ich noch anmerken, die Digitallotsen, es ist jetzt nicht so, dass das Menschen sind, die irgendwann mal ihren Beruf im IT-Bereich oder Programmierer oder was auch immer erlernt haben und den ausgeführt haben, sondern die Digitallotsen sind tatsächlich auch in der Ausbildung, so wie das Digitalministerium das möchte, da gibt es verschiedene Module und diesen Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen nehmen die Digitallotsen selbstverständlich digital teil. Und das läuft in Etappen, wie es den Damen und Herren halt passt. Und so wird das Konzept des Landes Hessen an die Digitallotsen vermittelt. Also es macht nicht jeder, was er möchte und was er weiß und was er kann, sondern tatsächlich das, was von der hessischen Landesregierung gefordert und gebraucht wird. Das noch dazu und auf meine, ja, da gibt es noch eine Frage. Ja, noch nicht eine Frage, sondern noch was zum Nachdenken, zum Mitnehmen. Natürlich hat die Landesregierung ja auch eine gewisse Pflicht, aufklärerisch in dem Bereich tätig zu werden. Wir stellen erstaunt fest, die Städte und Gemeinden schränken Sprechstunden ein. Das Ganze soll über digitale Wege laufen. Dann braucht man natürlich auch die Hilfe. Die Landesregierung sagt, wir sollen eine neue Grundsteuer machen. Die sollen wir aber nur digital abgeben, dann natürlich sind sie auch in der Pflicht, Hilfen zu geben, dass tatsächlich dann das auch umgesetzt werden kann. Gerade bei der Grundsteuer war es ja so, dass dann der Anruf schnell ergeben hat, ich kann es noch mit Papier machen. Aber angedroht hatten sie ja tatsächlich praktisch, das Ganze geht nur digital. Und dann ist es natürlich so, dass man auch von der Seite der Landesregierung erwarten muss, entsprechend Maßnahmen zu treffen, die helfen, die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Wir nehmen diese Pflicht ernst und versuchen da auch neben der Pflicht auch ein bisschen Kür noch zu ermöglichen. Aber da haben Sie natürlich völlig recht, aber da werden wir auch noch einige Wege gehen müssen, dass wir da voll digitale Prozesse optimiert haben.
gibt es ja auch Förderprogramme. Ne? Und die sind ja die zeitlich gefristet. Also die sind, jetzt erstmal dieses Jahr sind sie natürlich legislaturperiodenmäßig befristet, ja. Und dann sind generell die Förderprogramme ja nicht unendlich. Sie bekommen Fördergelder für ein oder zwei Jahre und dann muss man halt sehen, wie das im nächsten Schritt aussieht. Hier wird jetzt erstmal der Stützpunkt gefördert und die Digitallotsen-Schulung gefördert und die Geräte gefördert. Aber wir können das natürlich nicht ohne einen Stützpunkt auch analog zu haben. Und deswegen freuen wir uns ja auch immer sehr, dass wir hier mit dem Deutschen Roten Kreuz oder auch mit anderen Einrichtungen. Ja, wir haben das in der Gemeinde vom Senioren- und Behindertenbeirat auch angedacht. Aber da war das schon zu spät, um diese Fördermittel dann auch zu beantragen. Ja, aber dann gibt es wieder ein neues Zeitfenster. Ja, ja. Und da können Sie aber noch nichts zu sagen. Das wollte ich jetzt eigentlich. Das kann ich im Moment nicht so sagen, weil wir wissen ja noch gar nicht. Wer, wann, mit wem? Ja, okay. Regiert. Ja, ist klar. Danke. Aber wenn wir das wissen, dann kann ich Ihnen auch die Frage beantworten. Viel zu früh, ne? Genau. Aber irgendwann bin ich mir sicher, dass ich auch diese Frage klären lasse. Frau Bock. Ich habe da mal was ganz Praktisches. Ich habe kürzlich eine Dame aus unserem Seniorenclub besucht. Da hat sie gesagt, sie ist schon gemütlich in ihrem Stuhl und wir haben uns unterhalten. Auf einmal kam eine Stimme: Du musst jetzt deine Medikamente nehmen. Ich so, was soll das denn sagen? Ja, das ist ja meine Alexa, hat sie gesagt. Also ist das auch schon digital. Ja. Diese Alexa, die gibt verschiedene Anweisungen, was der Mensch tun kann. Man kann die Alexa so anlernen, dass sie das tut. Ja. Um 60 bin ich jetzt knapp und manche Dinge fallen mir dann schon schwer. Da haben wir aber unsere Kinder oder halt dann, wenn man noch älter ist, hat man die Enkelkinder. Aber dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele, die haben gar keine. Ja. Aber das sind die, ich glaube, das sind eher die, die man so ansprechen muss, weil wenn ich jetzt ein Problem mit dem Computer, mit dem Handy habe, dann rufe ich meine Kinder an und die machen das dann für mich. Aber die jetzt so gar keinen Kontakt dazu haben. Und ich hatte ja, wir waren am Gardasee und dann wollte eine 85-jährige Dame, die wollte bezahlen und dann fragte der, wie bezahlen Sie denn? Und der sagte, mit meiner Uhr. Also da war ich dann schon erstaunt, dass die dann mit der Uhr bezahlt hat, aber das ja. Kommt ja nicht von nichts. Das kommt ja dann, ja, weil das die Kinder halt eingerichtet haben, weil wenn es ums Einrichten geht, dann haben die in unserem Alter ja schon, ich spreche jetzt mal für mich oder ich in meinem Alter, haben dann schon Probleme. Und das sind ja ganz viele. Und wenn der Kontakt gar nicht da ist, dann sehe ich halt wirklich, das ist die Zielgruppe, die man da ansprechen muss. Genau. Das soll ja auch durch die Digitallotsen, Lotsinnen und Lotsen ermöglicht werden, die genau sowas dann auch machen. Ich gucke mal mit Hand in die Richtung. Ne? Ihr kriegt das noch dann bestimmt hin. Und im Übrigen haben auch innerhalb der Digitallotsinnen und Lotsen, weil Sie eben gerade das Thema Wohnsteuer und digital erwähnten, gibt es sogar einen Stützpunkt, ich glaube, der ist in der Nähe von Limburg, wo wir wirklich zwei, drei haben, die sich darauf spezialisiert haben, wenn man in diesen Stammtischen sich dann austauscht, digitale Grundsteuer für diejenigen zu machen, die damit nicht weitergekommen sind. Innerhalb dieses Brennpunktes bei den digitalen Nutzen. Und ich glaube, in die Richtung muss man wirklich gehen, dass man da immer mehr auch die Möglichkeit und auch Möglichkeiten für die bietet, die eben keinen im Umfeld haben, die ihnen da helfen können. Und da, glaube ich, bieten diese Anlaufstellen, die Stützpunkte oder auch die hier Ehrenamt, wirklich gute Möglichkeiten, um sich da Hilfe zu holen. Insofern kann ich da nur 100% zustimmen. Das stimmt, Herr Liska, was Sie sagen, wenn Sie Kinder zu Hause haben, aber wenn Sie die Kinder dreimal fragen, dann sagen unsere jüngere Tochter, wenn ich die zweimal das gleiche frage, dann sagt die Mutter, das habe ich dir schon mal erklärt. Das ist die zweite Erklärung. Dieser Brückenbauer. Und dann ist die zweite Erklärung hinüber. Eine zweite Erklärung kriege ich nicht. Also ich müsste mich dann vielleicht auch mal digital nutzen. Unsere Digitalminister, ich sage unsere, weil sie immer wieder hier aus dem Kreis kommen und gerne hier sind. Digital im Alter gibt es in Hessen schon eine Weile, 2016, sie hat uns angesprochen. Das wird ein immer weiteres Feld. Die Senioren sind natürlich die größte Bevölkerungsgruppe in der Bundesrepublik, werden auch immer älter und
die Vor-Ort-Dienstleistung, Face-to-Face, Banken, Versicherungen, Behörden ziehen sich ja immer mehr zurück. Wie wichtig ist es denn das Digital jetzt im Alter? Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, das Digital im Alter, weil es schlichtweg auch den Alltag erleichtern kann. Aber es besteht eine gewisse Berührungsangst, mit diesem Digitalen umzugehen, es selbstverständlich in sein Leben zu integrieren. Und das ist das, was wir leisten müssen. Wir müssen die Berührungsängste vor dem Digitalen reduzieren, um deutlich zu machen, dass Digitales, sei es Online-Banking oder auch mal eine telemedizinische Sprechstunde oder auch schlichtweg eine Erinnerung an seine Medikamente digital, dass das auch helfen kann, an der Gesellschaft besser teilzuhaben. Und da ist uns die Zielgruppe Seniorinnen und Senioren extrem wichtig. Henri Dunant, wäre stolz auf Sie, von den Verwundeten auf dem Schlachtfeld, die dahin vegetiert sind im 19. Jahrhundert, heute ganz breit aufgestellt, das Rote Kreuz in der Seniorenarbeit, in der Familienarbeit, Kinderarbeit, jetzt digitaler Stützpunkt. Wie wichtig ist das für Sie, Herr Peter? Ja, also ich hatte es ja eben schon gesagt, wir sind im Bereich der Seniorenarbeit mit der aktivste DRK-Kreisverband hier in Hessen. Und wir haben das bis dato, ich sag mal, in weiten Teilen immer analog und von Gesicht zu Gesicht gemacht, zu den Leuten, mit den Leuten vor Ort Aktivitäten unternommen. Und wir sehen jetzt, dass gerade auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Corona-Pandemie die Digitalisierung auch in diesen Bereich Einzug hält. Und um die Senioren und Senioren zu vernetzen, über den örtlichen Rahmen hinaus, auch zu Enkeln, Kindern, Verwandten, alles was dazugehört oder auch Telemedizin, die Sprechstunde beim Arzt, haben wir gesagt, neben dem, dass wir, ich sag mal, bei den Leuten vor Ort sein wollen und immer noch das Gespräch von Mensch zu Mensch natürlich als ganz wichtig einschätzen, wollen wir unsere Seniorenarbeit um den Baustein des Digitalen erweitern und auch den Senioren und Senioren den Zugang dazu erleichtern und quasi über die Wissensvermittlung von Mensch zu Mensch die Möglichkeit eröffnen, auch digitale Kommunikations- und Hilfsmittel zu benutzen. Das wird ein weiterer Baustein, ein wichtiger Baustein in unserer Seniorenarbeit sein. Frau Ministerin, viele Senioren sind alleine, zwangsläufig freiwillig Single. Jetzt kommt dazu, dass immer mehr Behörden dazu übergehen, im Rahmen der Verschlankung von Verwaltungsabläufe digitale Prozesse zu machen. Beim RP ein ganz normales tägliches Brot, die E-Akte, aber auch in den Kommunen und Stadtverwaltungen, angefangen von der Terminvereinbarung bis hin zu Anträgen, das digital zu machen. Und da ist ja der Normalbürger auf dem Papier schon oftmals überfordert bei solchen Anträgen. Das ist natürlich auch ein weites Feld für die Digitallotse, aber auch für ein digitales Ministerium. Ja, das ist ein Teil der Arbeit von den Ehrenamtlern, Digitallotsen und Digitallotsen. Es ist aber auch eine Aufgabe in den Kommunen. Deswegen unterstützen wir mit einem eigenen Förderprogramm Smart Region Aktivitäten, interkommunale Zusammenarbeit, wo zum Beispiel kommunenübergreifend man überlegt, was kann ich anbieten, um die Bürgerinnen und Bürger besser in die digitale Welt einzuholen. Zum Beispiel kann es sein, dass sie in einem digitalen in einem digitalen Rathaus dann einen Chatbot, das heißt jemanden, der Ihnen quasi als Mensch virtuell gegenübersteht, mit Ihnen sich unterhält und Ihnen erklärt, was Sie tun können. Solche Entwicklungen gibt es hier bei den Kommunalen und auch dort müssen wir Hand in Hand versuchen, die digitale Verwaltung gemeinsam so weiterzubringen, dass Bürgerinnen und Bürger das verstehen und es auch dort wieder den Alltag erleichtert. Jetzt ging gestern über den DPA-Ticker, dass Justizminister Buschmann vorhat, im zivilrechtlichen Bereich die Papierform abzuschaffen, also keine Unterschrift mehr bei der Kündigung von Miete oder Abonnement und so weiter notwendig sein soll. Jetzt warten wir mal ab, wie lange es dauert, bis es umgesetzt wird. Lassen Sie bitte das Grinsen. Nein, aber das sind ja natürlich auch Trends, weil Sie kriegen heute ein Angebot per E-Mail, das können Sie annehmen und dann ist das rechtsgültig, aber Sie können es nicht per E-Mail kündigen. Das ist natürlich irgendwo ein Mangel. Auch da
ist das Rote Kreuz zum Beispiel bei der Schuldnerberatung gefragt, aber auch wieder die Digitallotsen, denn wenn ich sag mal, die ältere Dame oder der ältere Herr nun eine App runtergeladen hat, weil er meinte, es würde ihm die Medikamente erleichtern und auf einmal in der Abo-Falle hängt, braucht er Hilfe. Das ist richtig. Auch da müssen wir natürlich Wege finden und deswegen finde ich den Vorschuss grundsätzlich richtig, dass wir auch eine zum Beispiel Abo-Kündigung oder ähnlich tun können, wie per E-Mail zu sagen, ja, möchte ich gerne. Ja. Und da müssen wir tatsächlich auch miteinander lernen, was der leichteste und der beste Weg ist, um genau solche Abo-Fallen oder auch ähnliche Fallen zu vermeiden. Nun haben Sie noch eine Baustelle vor sich, das ist natürlich die digitale Infrastruktur. Jetzt ist es so, wenn in einem Dorf Telekom, nennen wir sie mal so, ich sag mal 40% abdeckt, dann gilt der Ort als versorgt. Der Rest des Ortes, der jetzt zum Beispiel einen anderen Provider hat, guckt in die Röhre. Ist natürlich nicht optimal. Aber für ein funktionierendes Digitalwesen ist eben die digitale Infrastruktur ja unerlässlich. Ja, da haben Sie völlig recht. Und auch da habe ich mich insbesondere auf den ländlichen Raum in dieser Legislatur konzentriert und versucht, hier Lösungsmöglichkeiten zu finden, indem wir gesagt haben, unsere Gigabit-Strategie heißt, bis 2030 wollen wir Glasfaser an jedes Haus haben. Das geht aber nur, wenn ich vor Ort, wo die Telekoms dieser Welt nicht investieren möchten, eigene Förderrunden haben. Das haben wir im Digitalministerium geschaffen. Wir haben ein eigenes Förderprogramm, speziell für den ländlichen Raum, um genau dieses Delta zwischen dem, was Telekom investiert, dann auch durch Landesmittel stopfen zu können und so langfristig einen Totalausbau auch gerade im ländlichen Raum zu bekommen. Herr Peter, jetzt sehen Sie, ich bin auch noch Sicherheitsberater für Senioren, also auch von der Polizei zertifiziert, zusammen mit der Regine Fräse. Und ich habe bei der Schulung festgestellt, es gibt ganz viele Überschneidungen zwischen dem Sicherheitsberater für Senioren und dem Digitallotsen. Das ist doch eine tolle Symbiose. Das ist hervorragend und es ist, ich sag mal, die Schnittstelle, ich sag mal, bei uns im Bereich der Seniorenarbeit, gerade die Sicherheitsberatung und der Digitallotse, ich hebe mal ab auf unsere letzte Altenclubleitertagung, wo es um sicheres Bezahlen im Internet, Online-Banking ging. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, den Leuten das näher zu bringen. Zum Beispiel das Online-Banking wird auch im ländlichen Raum nicht mehr überall eine Filiale von der Bank geben. Ja, die dass machen man den zu Leuten, und die ziehen ja, die Automaten ab. Dass man den Leuten quasi, also ich sag mal, erstmal niederschwellig den Zugang zum Internet vermittelt und dann so eine grundlegenden Aktivitäten, wie zum Beispiel Online-Banking, eine Überweisung machen, wo ich früher meinen Überweisungsträger geschrieben habe, wie ich in das System reinkomme, wie ich mein Passwort eingebe, wie ich dann vielleicht über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem Handy noch eine PIN kriege, um das sicher zu machen. Das sind die Schnittstellen zwischen Sicherheitsberatung, Digitallotsen und Seniorenarbeit und das greifen wir natürlich auf und setzen wir auch um. Digitalministerin Christina Sinemus, Waldecker Mädchen, hat der Landrat, glaube ich, gesagt, ja, bei unserem letzten Treffen. Vielen Dank für das Gespräch und Christian Peter, Geschäftsführer hier DRK, danke auch Ihnen. Gerne. Vielen Dank.